Guten Morgen, liebe Sorgen. Man kann es hinten schon sehen. Tag der offenen Tür bei unserer Moschee hier in Herzberg am Harz in der Sieberstraße. Das Fest hat gerade begonnen und wir wollen uns das ein bisschen anschauen, wollen gucken, wer alles da ist, die Location ein bisschen vorstellen. Wir hatten im letzten Jahr schon so einen Mini-Beitrag. Und das ist halt etwas, was man super hier in Herzberg am Tag der Deutschen Einheit machen kann. Hier kann man parken und so ein bisschen die Gemeinde entdecken. Das ist also in jedem Fall ein ganz, ganz toller Event für die ganze Familie. So, hallo, wir melden uns heute von der Moschee. Da ist Tag der offenen Tür. Wir haben hier verschiedene Prospekte über Hilfsorganisationen, wo die Moschee auch damit unterstützt. So, jetzt präsentieren wir euch für das leibliche Wohl, was alles anzubieten ist. Und es ist alles selbst gemacht. So, hier in der Moschee gibt es Frauenbereich und Männerbereich ist getrennt. So, das ist der Aufenthaltsraum der Moschee. Hier kann man sitzen, was essen, was trinken. Ja, einfach einen gemütlichen machen, sich mit Leuten unterhalten. Ja, hier haben wir sogar einen Getränkeautomaten, wo Tees und Kaffee angeboten wird und hier kann man sogar auf dem Fernseher zum Beispiel vielleicht Fußballspiele gucken. Okay, wir sind also jetzt weiter in die Moschee reingegangen und hier kommt man dann so langsam in den Bereich, wo man in den Gebetsbereich kommt und damit das alles sauber bleibt, zieht man seine Schuhe aus und es gibt auch so eine Grenze mit so einem roten Teppich. Die Schuhe bleiben außerhalb des roten Teppichs, die kann man in ein Regal reinräumen und dann geht man mit den Socken weiter in den Gebetsraum, der einen ganz flauschigen Teppich hat. Guten Tag, ich heiße Ferhat Erdogan, ich bin der Religionslehrer, der Imam der Mevlana Moschee IGMG, Islamische Gemeinschaft Milli Görüş. Heute ist der Tag der offenen Moschee, jeder ist herzlich willkommen zu unserer Moschee, wir erwarten euch herzlich zu unserem Moschee IGMG, Mevlana Moschee, Sieberstraße 4B. Jeder ist herzlich willkommen, ich bedanke mich bei euch und wünsche euch einen angenehmen Tag. So, für die Leute, die noch nicht hier waren, sich aber mal ein bisschen umschauen wollen, da ist der Eingang, da kommt man in den Gebetsraum. Hier stehen ein paar Paravane, die dazu da sind, den Bereich von den Frauen abzutrennen. Man erkennt Embleme an der Wand, die für die Gefährten angebracht sind. Ich bin leider der Sprache nicht mächtig, aber da stehen die Namen drauf. Und dann kommen wir hier, wir bewegen uns übrigens auf einem ganz, ganz flauschigen, ganz tollen Teppich. Das macht Spaß, hier mit Socken unterwegs zu sein. In den Bereich, wo dann Vorträge, Gebete gehalten werden zur Erbauung der Gemeinde. Also da hinten sieht man ja auch so ein paar Bücher mit Literatur. Hier kommt dann so der Gebetsbereich. Es wird dann gegen die Wand gebetet und die Gemeinde hört das dann durch das Echo, durch die Reflexion. Deswegen gibt es auch diese ganz spezielle Bauweise mit dieser kleinen Muschel, hätte ich jetzt beinahe gesagt, in die der Imam spricht. Und dort haben wir eine Kanzel, so nenne ich das jetzt einfach. Das hat mich also ganz stark an Kirchen, christliche Kirchen hier aus der Region erinnert. Dort gibt es sowas ja auch. Da kann man also auch so einen gewissen Wiedererkennungseffekt haben, wenn man sich mal ein bisschen in die Moschee traut, um sich umzuschauen. Und dann kommt es einem eigentlich gleich so vertraut, familiär vor. Und ich kann auch nur bestätigen, die Leute empfangen einen hier ganz, ganz herzlich, erklären einem alles, auch mehrfach, wie das bei mir so der Fall gewesen ist. Und man muss auch keine Angst haben, wenn man vielleicht nicht ganz so gut zu Fuß ist. Es gibt, man muss nicht auf dem Boden hocken. Es gibt dann halt auch für, ich sag mal, die Fußkranken Stühle, wo man sich halt einfach draufsetzen kann, um ein bisschen zu schauen, um ein bisschen zu beobachten, zu lernen, kennenzulernen und damit ist dann quasi mein kleiner Rundumblick auch schon beendet. So, liebe Leute, ich bin schwer begeistert, weil ich jedes Mal noch mal was Neues lerne, wenn ich zum Tag der offenen Tür hier in die Moschee in der Sieberstraße komme und ich kann nur jedem empfehlen, es gibt hier ganz tolle kulinarische Leckereien, dass man da so ein bisschen auch vielleicht eine kleine Reise machen kann. Man kann lernen, nette Leute kennen, die einem alles erklären. Besucht diese Moschee zum Tag der offenen Tür oder wenn eine Vortragsreihe ist oder vielleicht ein Event für eine Hilfsorganisation. Das sollte man in jedem Fall ausprobieren. Die Moschee ist zentral in Herzberg gelegen, gehört zu Herzberg.
Ich denke, man sollte sich in jedem Fall mit dieser Gemeinde positiv beschäftigen.